Der hat ihn in die Leichenstarre versetzt. Was geht ab, mein Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, endlich ist es soweit. Nach Monaten über Monaten von Instagram und Twitter Beef werden zwei der interessantesten Boxer überhaupt, und zwar Gervonta Tank Davis und Ryan Garcia, nächstes Jahr endlich gegeneinander kämpfen. Gestern Abend haben beide gleichzeitig noch auf Instagram ein Bild gepostet, mit dem sie diesen Kampf quasi bestätigt haben. Anfang 2023 in Las Vegas wird der Kampf stattfinden. Aktuell wird um ein Datum rund um den April diskutiert. Bis dahin machen aber beide jeweils noch einen Kampf mindestens, um sich auf diesen Fight vorzubereiten, und ich dachte mir deswegen, es macht noch keinen Sinn, hier eine großartige Analyse und Prognose zu machen. Was wir heute aber machen ist, wir reagieren mal auf die Top 5 Knockouts von den beiden jeweils. Bevor wir jetzt losgehen, gibt es wie immer erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Maiko von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt mal in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. So, starten wir direkt mal mit Gervonta Davis mit seinen Knockouts. Hier auf der rechten Seite haben wir ihn, Gervonta. Mini Tyson ist einer seiner Spitznamen, oder auch Tank, also Panzer. Und den Namen, Spitznamen Mini Tyson hat der Typ sich aber auf jeden Fall auch verdient. Mit über 90% Knockout-Rate. Ich glaube, aktuell hat er 93% Knockout-Rate. Ist er einer der gefährlichsten Knockout-Puncher überhaupt, die es im Boxen gibt. Ein richtig guter Boxer. Weiß ganz genau, wie er seine Körpergröße einsetzen muss. Also er ist ein bisschen kleiner als die meisten Gegner. Auch in dieser Gewichtsklasse ist er oft der kleinere. Aber er weiß ganz genau, wie er diese... Wie er seine Größe einsetzen muss. Hat jetzt hier seinen Gegner Avila an den Seilen. Und unfassbar zäher Typ. Halb Knockout stehend. Und Gervonta Davis brettert hier gerade alles auf ihn raus. Trifft jetzt hier aber noch nicht diese eine ganz, ganz klare Hand, um ihn wegzuschicken. Die kommt aber noch. Wartet es ab. Hier sieht man noch Floyd Mayweather. Floyd Mayweather steht da komplett in der ersten Reihe, weil Floyd Mayweather ist sein Promoter. Er hat ein wachsames Auge auf die Karriere von Gervonta Davis und achtet darauf, dass er genau die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt macht, um quasi der nächste Floyd Mayweather zu werden. In der fünften Runde ging es weiter und dann hat Gervonta Davis hier mit dieser linken Hand richtig krachend eingeschlagen. Und ja, Freunde, das Video ist gespiegelt. Ich habe keine Rechts-Links-Schwäche. Ihr seht die ganzen Videos, auf die ich reagiere, immer umgedreht. Dreht, damit ich das zeigen kann, ohne Copyright-Probleme zu bekommen, Freunde. Weiter geht's. So, in der sechsten Runde hat es dann nochmal richtig gekracht. Avila dachte sich, okay, er hat ein paar Runden mit Gervonta Davis überlebt, jetzt kann er sich mal hier hinstellen, aber auf einmal kamen hier diese Aufwärtshaken aus der Hölle geschossen von Gervonta Davis. Er hat 5, 6 Aufwärtshaken hintereinander gebrettert. Da ist, glaube ich, sogar der Mundschutz oder sogar ein Zahn von Avila rausgeflogen aus dem Ring. Schaut euch das mal an. 2, 3. Ich glaube, da ist gerade der Mundschutz rausgeflogen. 4. Boom, 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 ba, boom. Er hat es zwar nicht geschafft, Avila komplett eiskalt auszunocken, aber ist egal. Denn dafür ist der Knockout, der jetzt kommt, umso krasser. Hier hat Gervonta Davis gegen Rolly Romero gekämpft. Das ist jetzt sein letzter Gegner gewesen. Rolly Romero selber ein sehr, sehr harter Knockout-Puncher. Über 80% seine Knockout-Rate gewesen bis dahin. Hat versprochen, dass er Gervonta Davis ausknocken würde. Und zu Beginn des Kampfes sah es auch noch echt gut für ihn aus. Also er war der größere und kräftigere Mann. Gervonta Davis hat gemerkt, dass er mit ihm jetzt hier nicht ganz so offensiv boxen kann und auf seine Situation warten muss oder auf seine Gelegenheit warten muss, um eine Lücke auszunutzen. Und Rolly Romero ist anfällig gewesen für Lücken, denn jedes Mal, wenn er versucht hat, Gervonta Davis auszunocken, hat er seine Deckung fallen lassen. Und dann müsst ihr mal sehen, wie Gervonta Davis das in der sechsten Runde ausgenutzt hat. Boom! Und gute Nacht, Junge. Klappt zusammen in den Ringseilen, verliert völlig die Kontrolle über seinen Körper, hat sich hier wieder komplett geöffnet und da kommt der linke Haken als Konter, erwischt ihn direkt am Kinn und er bekommt erstmal die mieseste Gehirnerschütterung, die er überhaupt kassieren kann. Die Art und Weise, wie er da Romero weggeschickt hat, war schon sehr, sehr eindeutig. Also so jemanden schlafen zu schicken, ist schon, da muss man richtig, richtig Power haben. Oh, Moment, Moment, jetzt haben wir das verpasst. Boom! Ah, was für ein wunderschöner, kurzer Haken. Also diesen Schlag nennt man auch Gazelle-Punch, also so Gazellen-Hook, ne? Weil du so reingesprungen in den Gegner reingehst. Meiner Meinung nach wahrscheinlich der schönste, aber auch gleichzeitig schwierigste Schlag, den man ausführen kann im Boxen. Um diesen Schlag zu können, muss man wirklich verdammt
gut sein. Achtet mal bitte darauf, wie er in den Gegner reinhechtet und diesen kurzen, knackigen rechten Haken direkt an das Kinn bricht. Verzögerte Reaktion, da ist genau das, wovon ich rede. Dieser Gazelle-Hook, dieses Reinhechten. Ein unfassbar schwerer Schlag. Hat auch zum Beispiel früher Mike Tyson sehr gerne gemacht mit seinem linken Haken. Oder sowas wie David Tour, die haben das auch sehr, sehr gerne geschlagen. Als kleinerer Fighter ist das ein besonders effektiver Schlag, weil du schaffst es, eine große Distanz sofort zu überbrücken und direkt an den Gegner zu kommen, bevor er realisiert, was passiert. Unfassbar schöner Punch. Bevor er wirklich kapiert hat, was passiert ist, ist er schon runtergegangen und ist Knockout gewesen. Und hier kommt wahrscheinlich meiner Meinung nach der schönste Knockout, den ich je von Gervonta Davis gesehen habe. Und zwar hat er gegen Leo Santa Cruz hier gekämpft. Leo Santa Cruz war bis dahin ein unfassbar strammer Gegner für Gervonta Davis und hat ihm richtige Schwierigkeiten bereitet. Und dann kam hier diese Situation. Santa Cruz hat sich ein bisschen zu wohl gefühlt mit dem Rücken an den Seilen und dachte sich, okay, ich kann hier ein bisschen stehen bleiben und Gervonta Davis von mir fernhalten. Und jetzt schaut bitte ganz genau hin. Boom! Feierabend, er liegt da. Alle Lichter wurden bei ihm ausgeknipst. Schön intelligent an die Seile gestellt. Mit einer hohen Doppeldeckung fängt er hier gerade seine Hände ab, wartet auf die Gelegenheit. Er wartet nur darauf, dass er sich öffnet. Und sobald er hier die rechte Hand rausschlägt, weiß er, dass hier sich diese Lücke öffnet. Und jetzt, beim zweiten Mal, als Leo Santa Cruz diesen Schlag bringt, die Schlaghand, meidet er kurz raus, kurz nach außen rausgemieden, von unten richtig aus der Hüfte, aus dem Unterkörper, Oberkörper, Schulter, alles reinrotiert und wirklich einen perfekten Aufwärtshaken direkt am Kinn gelandet und schickt Leo Santa Cruz in das Land der Träume. Meiner Meinung nach wahrscheinlich der schönste Knockout von dem Jahr. Wann war das? 2020, glaube ich. Und jetzt kommen wir zum Knockout Nummer 1 in seiner Karriere gegen Sanchez. Oh, schöner Körpertreffer auch mit seiner rechten Hand jetzt. Und jetzt langsam deckt er ihn mit den Schlägen ein, die wehtun. Und hier, wirklich, ein schöner Aufwärtshaken, den er fast gar nicht gesehen hat. Hat ihn nur am Kinn gestriffen und ihn trotzdem schon runtergeschickt. Aber jetzt, boom, da war es wieder. Und vorbei. Bats. Auch die Art und Weise, wie er das geschlagen hat, das war kein perfekter Aufwärtshaken. Das ist so ein Aufwärtshaken kombiniert mit gleichzeitig einem Haken eigentlich. Also er kommt gar nicht hier als Aufwärtshaken hoch, sondern er kam zwar hoch, aber gleichzeitig mit der Hakenbewegung. Trifft ihn perfekt am Kinn und schickt ihn auch hier runter. Schaut mal nochmal das an. Boom. Wirklich ein sehr, sehr unorthodoxer Schlag, hat aber perfekt für ihn funktioniert und hat seinen Gegner eiskalt runtergeschickt. Also wenn man das halt sieht, ne, und weiß, dass Gervonta Davis eine 92-93%ige Knockout-Rate hat, dann weiß man schon, wie gefährlich der Typ ist. Aber sein Gegner, King Ryan Garcia, ist auch nicht gerade ungefährlich. Der Typ ist auch eine unfassbare Maschine, meiner Meinung nach mit eines der größten Talente überhaupt, das aktuell im Boxen herumläuft. Obwohl er angeblich ja jemand ist, der das Training nicht ganz so ernst nimmt und nicht so hart trainiert, wie man das auch von Canelo Alvarez zum Beispiel gehört hat, aber er ist einfach ein Talent. Was er dazu hat, ist die Größe. Er ist satte 15 cm größer als Gervonta Davis, hat glaube ich auch fast genauso viel Reichweite mehr, ich glaube es 13 cm Reichweite hat er auch mehr, wenn es nicht sogar ein bisschen mehr waren. Er hat einen unfassbar knaller linken Haken, mit dem er regelmäßig seine Gegner wegschickt. Und was er hat im Vergleich zu Gervonta Davis, ist die Handspeed. Er schlägt so unfassbar schnell zu, das sehen die meisten Gegner gar nicht richtig kommen. Wie unter anderem jetzt einer seiner letzten Gegner, der ihn nicht ernst nehmen wollte und dafür eiskalt auf Knockout gegangen ist. Hier hat er gegen Vargas gekämpft. Vargas war jetzt nicht der Gegner, von dem man erwartet hat, dass er Ryan Garcia wirklich riesige Probleme bereiten würde, weil er einfach ein bisschen zu langsam und nicht technisch genug war. Und dann schaut mal, was passiert ist. Sehr, sehr gefährlicher Punch. Boom, boom. Absolut unscheinbar. Vargas hat diesen Schlag nie kommen sehen und genau deswegen ist er auch so brutal Knockout gegangen. Was Gervonta Davis mit seinen Gegnern halt einfach macht, ist genau das. Er deckt sie auf der Distanz mit kurzen, knackigen Schlägen ein. Und dann, wenn sie einen Schritt zu nahe kommen und der Meinung sind, dass sie nicht aufpassen müssen, kommt der knallharte linke Haken durch. Und der schickt sie dann ins Land der Träume. Schaut mal. Also der linke Haken, der kommt so knackig, so explosiv, die wissen gar nicht meistens, wo er herkommt. Der hat ihn hier oben am Tempel, oben am Kopf gestriffen und schickt ihn einfach eiskalt Knockout. Beides sind unfassbare Knockout-Puncher. Ryan Garcia und Gervonta Davis.
Ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass der Kampf zwischen den beiden über die Runden geht. Der Fight war unfassbar lecker. Achtet mal darauf, wie er ihn wegschickt hier. Dauert nicht mehr lange. Der hat ihn in die Leichenstarre versetzt. Was soll man zu diesem Knockout noch sagen? Boom! Dieser konterlinke Haken. Dieser linke Haken, den er immer feuert. Aus der Hüfte, aus der Schulterrotation heraus. Er schickt damit alle weg einfach. Und jetzt kommt auch ein sehr, sehr interessanter Knockout. Weil dieser Punch wird auch gegen Javonta Davis sehr interessant sein. Ryan Garcia kämpft aus der Normalauslage. Hier Campbell hat aus der Rechtsauslage gekämpft. Javonta Davis kämpft auch aus der Rechtsauslage. Und da ist es halt interessant zu sehen, welchen Punch er jetzt hier benutzt hat, um Luke Campbell runterzuschicken. Und zwar den Leberhaken. Hier sieht man den. Schaut mal hin. Boom. Kurz linker Haken. Er hat den ganzen Fight vorher den linken Haken zum Kopf gebracht. Was passiert? Luke Campbell dachte, der Schlag kommt zum Kopf. Hat die Hand weit oben. Der Schlag geht aber stattdessen direkt auf die Leber rein. Und Luke Campbell muss hier sofort runter. Und schafft es danach auch einfach gar nicht mehr aufzustehen. Der linke Haken von Ryan Garcia ist wirklich eine Atomwaffe. Wenn die einschlägt, ist es für die meisten Gegner gute Nacht. Jetzt heißt es halt einfach nur, wer schafft es zuerst, seinen Treffer zu platzieren und den anderen auszunocken. Beide haben das Potenzial dazu, den anderen K.O. zu schlagen. Bei Javonta Davis hat man in den letzten Kämpfen gesehen, dass er schon auch gerne mal getroffen wird. Und wenn er von einem wie Ryan Garcia getroffen wird, dann könnte es auch ganz schnell mal vorbeigehen. Aber allerdings, auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass zum Beispiel dass Ryan Garcia auch mal runtergeschickt wurde. War sogar tatsächlich in diesem Kampf, glaube ich. Da hat ihn Luke Campbell getroffen. Ryan Garcia ist kurz runtergegangen. Er ist also auch anfällig für Treffer. Er hat zwar ein ganz gutes Kinn, aber wenn er von Javonta Davis so getroffen wird, dann ist der Junge komplett weg. Ich bin ehrlich gespannt. Ich warte noch auf die nächsten zwei Kämpfe von den beiden ab, um zu analysieren, was dann passiert für den Fight. Und dann bekommt ihr auch eine vernünftige Analyse von mir. Was denkt ihr, wer macht diesen Fight? Gewinnt Javonta Tank Davis oder gewinnt Ryan Garcia? Und besonders, auf welche Art und Weise gewinnen die beiden? Sagt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das war's. Bis zum nächsten Video, Freunde. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.